Startkasten. Und dann fallen wir die hoch, fallen wir die ganze um die rumschleichen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und den Düring. Good morning. Ist absolut hochverrat. Hier gibt es schon große Diskussionen am Sonntagmorgen. Und zwar... Weil der Kasten nämlich... Warte mal, ich sag mal. Kannst du mal aufstehen? Ich kann es nur aufstellen. Der hat rot-blau an. Das geht gar nicht. Und Lea... Aber ich habe gesagt, ja, das ist doch rot-blau. Das hat doch der Herr Reis Lorenzo gemacht extra. Ja, stimmt. Lea, und warum geht das gar nicht? Weil es die Farben von Barcelona sind. Und sie mag Barcelona nicht. Ich mag Barcelona nicht. Ich sage auch nicht, ich muss Barcelona. Wir müssen, dass die Farben von Reis Lorenzo sind. Ja, ich habe gesagt, der hat mir Fisch gegeben, Serviette. Und für sie, sie hat keine Partei, das ist die erste, die eine Partei. Ja, irgendwas ist immer. Ja, Kerstin, also manchmal... Ja, aber Leon, ich darf mal jetzt meine die Farben von Barcelona sind nie wieder blau und rot zusammentragen. Was sind die Farben von Landfahren? Wie sind die Farben? Hellblau, weiß. Hellblau, weiß und gelb. Das ist ja durcheinander. Ich weiß auch gar nicht, wie Lea überhaupt auf so einem Fuß... Oh, der kleine Teller fehlt. Wie Lea war auf so... Fußball, so dünn es da kommt. Ich guck doch gar keinen Fußball ein. Ja, mach ich doch was denn hier? Ja. Und die Abwehrschale, ach ja, okay. Ja, und Carsten, der ganze Pulver auf dem Schoß. Nee, ne? Guck mal, das ist hart. Ja, warum ist das hart? Weil du mit einem falschen Löffel immer... Nee, das war ja nicht mal. Das war deins früher, ne? Und jetzt wird das erste Mal mit der Barschung sein, so was du die Übelzeit. Ich trinke dann überall, und dann ist ja bestimmt schon ewig lange abgelaufen. Da besteht über ein Jahr kein Eis mehr gegen meinen Kunden. Ja, ich habe jetzt angefangen. Ich war nicht mehr haltbar. Im Monat oder so. Bis 7:21 Uhr, ja, dann noch haltbar. Ja, manchmal mache ich lange. Da ist Koffein drin, dann kriegst du vielleicht gleich völlig auf. Ach, du Wahnsinn. Carsten, kannst du mir mal bitte meinen Kakao reißen? Nee. Ja, komm, jetzt mal raus, Eiskaffee. Ja, noch, soll ich dir noch Zucker holen, eine Dose? Nee, danke schön. Was steht heute an, Carsten? Es sind aber drei Löffel hier von Carsten und ein Löffel Kakao. Und gar kein Zucker mehr drauf? Nee. Boah, schmeckt das denn überhaupt? Und Milch, Carsten? Auch noch. Wieso trinkst du diese Milch? Blau-rot. Hier, blau-rote Milch. Die schmeckt doch gar nicht. Ist dein Feindverein. Nimm die Milch. Das sei dein Verein. Ja, siehst du. Für mich macht die an, ja. Ja, weil du komplett so wie die gekleidet bist. So wird auch nicht gut verspielt. Ja, nee, aber weißt du, die Mama nicht nie. Bestimmt, glaubst du. Wenn du mal rote so haben, dann nimm ich das. Genau so glaube ich. So. Ich hätte ja zum Frühstück heute vielleicht doch auch ein Ei gegessen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Naja, Carsten. Dann kriegst du doch nur eins. Prost. Und? Ich mag mal Eiskaffee mit einem Schokoladen-Nachgeschmack. Was halt doof ist, dass diese Stücke da drin sind, weißt du? Warte, ich würde sagen, wir frühstücken jetzt mal, ne? Das Video läuft und ob das jemanden interessiert, wie lange wir hier frühstücken. Ach ja. Wenn wir es ausmachen, es interessiert euch, dann schreibt das irgendwo in die Antwort. Dann machen wir komplett ein Frühstücksvideo. ASMR, oder wie heißt es noch? Was? ASMR. Kannst du das sagen? Ja. Ja, aber dann können wir ein komplettes Frühstücksvideo machen, nur Frühstück. Okay. Heute hier geht's wieder ab beim Frühstück wie immer. Ja, Bein runter. Setz dich richtig hin. Der Carsten will ein Rap rausbringen. Was haltet ihr davon? Ein Diss-Track. Also erstmal gucken wir mal an, ne? Ich will nicht, sie sagt, ich muss. Hat sie gesagt, du musst oder hast du gesagt, dann mach's ein? Ja, der hat angefangen. Nee, ich habe gesagt, sowas kann ich auch was wieder machen, so leckerlich. Und über wen machst du jetzt so ein Diss-Rap? Ich hab sogar gesagt, das ist ja mein, nur ich könnte das, wenn ich wollte. Aber nee, also nicht über mich, ne? Doch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob Carsten so ein Rap machen soll und über wen. Das kann ja was werden. Ich
Kannst du dir das mal selber vorstellen, Lea? Ja, nee. Ja, nicht. Du hast noch Fliege auf dem Kopf. Nutella mit oder ohne Butter? Ja. Oh, Carsten, wie kannst du das so verhunzen? Was verhunzen jetzt schon wieder? Nutella! Verhunzen? Weil ich einen Löffel nehme? Nee, sagen wir ja eigentlich Nutella mit. Ach, weil ich Butter drunter mache. Wir hatten das doch mal gefragt, haben die meisten stehen mit Butter. Kannst du dich daran erinnern? Nee, die meisten haben schon ohne Butter. Yes. Die meisten haben schon mit oder ohne Butter. Schon wieder. Hashtag mit oder Hashtag ohne Butter. Ihr müsst die mal selber fragen, das haben wir doch schon durch. Aber doch mit dem Videocast. Ach so. Das war ein Live. Aha. Ihr müsst entschuldigen, Herr Carsten ist schon so ein bisschen älter. Kommt man ja völlig durcheinander mit euren ganzen Formaten hier. Folgt mir mal auf TikTok. Na, bist du denn jetzt im nächsten Jahr wieder aktiver? Ich habe so 5 TikToks aufgenommen, ne? Und hab die ganze Zeit aufgenommen, aber puste die irgendwie. Warum? Ja, warum? Weil ich ein bisschen. Ja, okay. Du kommst jetzt auch schon näher. Nee, sag ich jetzt nicht. Aber es war fast richtig ahnig. Jetzt warten wir, bis der Carsten fertig ist. Und mein Carsten fertig du ist. Du musst doch nicht 20 Minuten noch sitzen, hast du gesagt. Ja, 20 Minuten. Da kann ich erstmal noch essen. Ne? Ja, und deshalb wird man hier so dick, weil jetzt ist erst der Carsten. Aber Leute, wir wollen uns jetzt auch hier mal verabschieden. Also beim Frühstück, ne? Weil ich muss dir noch was erzählen. Und das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nein. Ja, Stunden sitzen, was ist denn das? Leute, ja. Wir lachen uns hier gerade kaputt. Aber so ist es ja gewesen. Und dann musstest du, wenn jemand so süß fandest, dann musstest du da hingehen und den nach dem Telefon anfangen oder so. Und konntest du nicht erst mal Instagram ausspionieren? Ja, gab's ja nicht. Unser Instagram war so ein großer gelber Kasten mit einem Schlitz, da konntest du Briefe einwerfen. Und da haben die 5 Tage gebraucht, bis sie da waren. Ja. Und dann hatte ich schon einen. Was würdest du jetzt machen, wenn wir uns bei diesem ganzen Party gehen würden? Du müsstest jetzt mit nach vorne. Dann würdest du da anrufen, geht die Mutter und der Vater wird sagen, da wirst du irgendwas sagen, sollst du alles vor so und so. Dann würdest du sagen, Ich. Okay, also. Also, wir unterhalten uns um eine Freundin von Lea, die hat einen Freund. Und nein! Geht da? Da geht's den Namen schnell. Okay, also, dann ruft ihr an und sagt: Ja, guten Tag, hier ist Lea, ich wollte Nutella sprechen. Dann spricht sie mir mit Dame und mit Nachnamen gar nicht. Ja, aber Lea ist halt momentan, ich würde gerne mit Nutella sprechen. Nee, du würdest das einfach, die geht ran, sagt Hallo und dann sagst du Lea Nutella. Reicht doch eigentlich hin bei euch. Aber Carsten, die brauchen heute noch einen Eltern anrufen. Die haben auch ihr Handy jetzt. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, Lea, das kennen die ja gar nicht. Also, wir haben uns war noch Detektivarbeit, wenn wir uns für den Mann interessiert haben. Dann haben wir jetzt geguckt, ah, oh, die ist Hotti, ne? Ich denke, Hotti gab es von mir. Habe ich hier wegen ihr gerade. So, dann haben wir rausgekriegt, wie heißt die denn? Dann sagen wir Melanie oder was? Ja, und dann haben wir erstmal studiert, wie heißt die mit Mama? Über 8 Ecken, der hat den gefragt, der kannte die, eine Freundin von der kannte die. Und dann, ja, Name. Und dann muss man Nachnamen. Und dann muss man so ein dickes Telefonbuch nehmen und gucken, dass wir die Nummer rauskriegen. Dann haben wir angerufen. Ja, guten Tag, Frau so und so. Hier ist der Carsten, ich möchte mal die Melanie fragen. Wir müssen auch so, wenn wir jemanden so sind, aber dann fragen wir über den Instagram-Namen, weißt du? Und dann kriegen wir Instagram und dann können wir erstmal auf die Videos, kannst du direkt gucken, ob die Hotties sind, die Fotos. Ja, na, klar. Hey, welche Welt war besser? Ich weiß, wie Lea sich ihre Hotties aussucht. Wenn sie einen Filter geben würde, die würde sagen, Mensch, ich will mal ein paar Hotties, hier gibt nur ein Sixpack. Und wenn alle Bauchfotos kommen, dann sagt, oh, der Bauch ist schön, dann guckt sie den Kerl an. Das, der Rest passt nicht. Ich kann ja auch mit Sixpack oder so einen Scheiß eingeben. Kannst du noch machen. Kann man machen, okay, ja, oder? Mit Hashtag oder sowas. Der glüht bei Lea, der Filter. Das ist ja kein Filter. Naja, der Suchfilter nennt man das auch. Du filterst ja, ist ja eine Suchfilterei. Das ist schlau, richtig. Richtig. So, wir warten jetzt schon seit einer halben Stunde hier, wenn der weiter ist, aber dann gibt das nichts mehr. Nutella schreibt nicht. Und da, ich wollte gerade ja anschreiben, hi. Und mal gucken, wie die reagieren, ne? Und früher, was musstest du da machen? Da musstest du irgendwie bemerkbar machen. Schulhof, 600 Kinder. Musst du mit irgendjemandem nicht prügeln, damit die irritieren. Zum Beispiel. Hast du erstmal drauf gefressen, wenn die gerade nicht geguckt hat, hast du ein Vierter gefressen.
vergessen. Aber das sind welche Weiber, finden das denn toll? Oh, viele. Ja, das ist hier auch. Das ist ja viele. Findest du da gut, wenn sie mehr geklopfen? In dem Nein. Alter? Aber wenn du weißt, so, du merkst das ja, wenn das so für dich ist, weißt du? Du Scheiße, ey. Ja. Ich habe so noch nie gemerkt, hab wohl keiner für mich gemacht. Ich bin immer viele Schlägereien auf den Weg gegangen. Also ich habe mich immer eingemischt. Also früher gab es noch die schönen Zettel, ne? Wir spielen gehen, ja, nein, vielleicht. Die gibt es heute auch noch, die Zettel. Aber die nimmt ihr doch nicht, oder? Und, ja, und wie viele Leute so haben vielleicht angekreuzt? Bei mir? Naja, gar bei keine. Bei dir? Nein, ne? Stimmt. Nee, das ist echt stimmt. Ja, nein, vielleicht. Nee, bei uns kriegen wir jetzt Zettel, wo ich ja das erste Mal in der Schule war, habe ich da auch so ein paar Zettel bekommen. Ne, Carsten, ne? Eine ganze Plastikfigur. Mit Instagram dann, ne? Und dann standen dann die Normalnamen, dann Instagram, dann ruf uns an, dann schreib uns an. Ich habe keinen davon angeschrieben, ich habe denen noch nicht mehr gefolgt. Und irgendwann haben die mit der Kontakt wieder den Namen rausgekriegt. Also muss man überlegen, ne? Weißt du noch, wie die Instagram-Account-Dinger, die nach Hause kamen? Ja, ganz schlimm. Und da kann man bleiben, mit der am Strand spazieren, keine 10 Meter, oder? Oder Ruf schreit, dreht sie um, pfeift, sie kriegt Nachrichten, hab dich gesehen, hübsche bist schon da. Oder so geht das Ganze da. Wie der jetzt nur den Blöden haben hier in Spanien? Ich habe einen Hals bekommen. Von wem? Nicht von Nutella, auch von meiner Freundin. Auch nicht von Husten. Oh, Nutella hat mir geschrieben. Ja. Ich hab ihn auf deine Nummer hin. So Leute, jetzt haben wir den Tisch ab, wir müssen gleich oder wollen gleich live gehen. Ach du, wahnsinnig. Auf geht's. Ich hör mir erst noch ein Lied. Nee, wir wollen was nicht. Was denn? Kannst du springen ab in der Zeit. Alles alleine und du kannst dich schön entspannt hinsetzen. Bitte, Carsten, die räumen alleine ab. Bitte, Carsten, tschüss für mich. Und die räumt die Stadt. For me. Please, Carsten. Carsten, du bist oberbelichtet. Überbelichtet. Das weiß ich schon. Ich denke, alles in der Zeit ab, Carsten. Und abwischen den Tisch. Ja, auch abwischen den Tisch. So ist heute noch. Also, wir sind jetzt draußen, hören jetzt gleich das neue Lied von Capital Bra. Von Capital Bra. Und ich liege hier schön auf der Liege. Und gleich gehen wir live. Jetzt ist überhaupt kein Wind und nicht so wahrscheinlich. Gleich um 12 ist bestimmt total windig. Capital Bra und Wasser. Was? Capital Bra und? Wasser, wie auch immer. Wie? B-O-Z-Z-A. Wasser? Ja. Hallo? Nee, hat gerade einen TikTok gemacht. Das ist dieses Titan-Sonnen. Also folgt Lea mal alle auf TikTok. Damit ich das auch sehen, weil ich werde in 10 Stunden einfach da. Ja gut, das Video kommt ja erst morgen online. Das heißt, dann kannst du es ja noch hochladen, dann können es alle sehen. Jetzt mal gerade nach meinen Tomaten gucken. Also dieses Jahr wachsen die irgendwie nicht so gut. Hier sind 2 Stück dran, da ist eine dran. Ich habe vor ein paar Tagen schon mal 2 Stück geerntet. Die waren schon komplett rot, aber irgendwie ist das dieses Jahr ganz komisch hier. So, einige wollten mal wissen, was mit meinen Kartoffeln sind. Also die Kartoffeln hier im Beet, die wachsen und gedeihen alle wunderbar. Allerdings meine anderen Kartoffeln, die aus dem Topf, die sind irgendwie alle verbrannt. Also keine Ahnung, warum, weshalb. Also ich halte die Erde immer schön feucht. Die bekommen also spätestens alle 2 Tage Wasser, aber anscheinend ist es hier zu heiß. Und die Paprika, die braucht wohl auch noch ein bisschen. Die wachsen zwar, aber auch viel langsamer wie sonst die letzten Jahre, finde ich. Naja. So, ich gehe jetzt mal wieder rüber, weil wir gehen ja jetzt ein paar Minuten noch live. Ja, Maria ist mein zweiter Name. Was ist denn mit Carsten los? Was soll denn immer los sein? So, wir sind hier. Lea und Carsten sind live. Hey Friends, wir sind hier am Film von YouTube. Wie geht's dir, Lea? Mir geht's gut. Team Lea, yay! Oh. Woher hast du die Sonnenbrille? Die ist auch, oh Gott, ich kann nicht sprechen. Die ist aus irgendeiner Boutique hier in Spanien. Ich weiß nicht, wie die heißt. Concha, Herr Lea, ich bewundere dich. Dankeschön. Lea, nimmst du das wieder auf, damit wir das hier im Video einblenden können? Ja, ne? Nee. Ja, die bewundern nicht, dass du ein wirklicher Mensch bist. Was hast du dazu? Dass du was ist? Ich verstehe gerade. Die wundert dich, dass du so bleiben, wie du bist, weil du so ein glücklicher Mensch bist.
Ja, die sollte mal so Zuversicht aus, ne? Team Nutella mit Butter. Geil, Omar. No, Team Nutella. Das mit Thema gab es ab morgen schon wieder beim Frühstück. Ja, die haben das ja. Also, kein Kasten. Was haben die gesehen beim Frühstück? Poco. So, wir sind jetzt fertig. Ja, eine Stunde Sonne gebraten. Wir mussten jetzt das Live beenden. Nach wie viel? Nach einer knappen Stunde. Ja. Huch, jetzt war meine Hand da drauf. Weil Lea am Schmilzen ist. Und mein iPad auch. Seht ihr das? Oh. Schmilzt? Ah, Carsten, hör auf. Hast du mein Handy auch gemacht bei mir? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal rein, was Kaltes trinken. Richtig. Und dann schauen wir mal weiter. Oh Leute, mein Arsch ist Ja, Lea, bitte? Mein Arsch ist geschmolzen. Lea, darf man das sagen? Du musst sagen, mein Pöpöchen. Mein Pöpöchen ist geschmolzen. Pöpöchen, ey. So, bei uns gibt es jetzt heute Mittag ganz spontan Pizza. Und zwar mache ich so kleine Pizzastücke. Ja, und einen gemischten Salat dazu. Also eigentlich Salat und dann so ein bisschen die Pizzabrötchen dazu. Ich werde immer so oft nach dem Rezept von dem Pizzateig gefragt. Ich werde euch den einfach mal unten verlinken. Der ist wirklich ganz schnell und einfach gemacht. Der braucht auch nicht lange gehen. Der ist echt super lecker. Also wir mögen den richtig gerne. So Leute, jetzt kommt der Carsten und tut hier so, als ob er das Essen macht. Nee, das stimmt nicht. Weil wenn ich das machen würde, würde das überhaupt nicht schmecken. So. Jetzt muss ich gehen. Ja, oder du machst das mal weiter. Also, die werden verschieden belegt hier. Die einen nur mit Tahini, nur mit Tomaten und Käse für Lea, weil Lea ja seit Carsten 2 oder 3 Wochen Vegetarierin ist. Ne? Ja, die hat so eine Reportage über Tierhaltung gesehen und hat sich entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Wir akzeptieren das natürlich und warten einfach mal ab, ne Carsten, was sich jetzt da so noch tut. Ja. Wir sind natürlich auch nicht begeistert von dem, wie mit den Tieren teilweise umgegangen wird, aber das sind wir schon lange nicht. Ja, wir versuchen ja auch immer nur oder kaufen auch nur hochwertiges Fleisch, Carsten, also keins aus dem Supermarkt verpackt, ne? Schon immer. Warum sagst denn du nichts? Ich gucke jetzt so. Wir sind nicht so, dass wir sind dick manchmal so drauf. Nein, das muss so sein, ja, nicht so trocken. Ach so. Meine Nase juckt. Wenn ich euch gleich niesen muss. Nee. Naja, ich würde jetzt mal sehen, dass die hier in den Ofen gleich kommen. Ich würde die jetzt noch belegen. Also bei Carsten gibt es Paprikakasten, ne? Mhm. Und Salami und Käse und vielleicht Tomate? Nee. Nee? Okay. Nee, warte erst mal, dass alle da sind. Ich muss mal gucken, welche meine sind und welche deine sind. Das ist doch ganz klar. Mit Fleisch und alles deine. Die du hast leer. Hast du Schnappatmung oder was? Nein, ich hab keine Schnappatmung. Also. Wir sind übrigens noch mal leer, falls ihr die Portion erreicht. Und es war folgendermaßen gedacht, ne? Der Salat und die Pizzabrötchen als Beilage, so, ne? Aber jetzt ist der Salat. Das sind unsere. Bisschen besser bei den Kindern. So sehen die Pizzabrötchen schon besser aus. Hast du ein Muster drin? Welchen Salat muss auch essen? Guck mal, kannst du, wie schön die jetzt aussehen. Wo hast du ein Muster her? Komm, sie kauft. Kann man die dazu kaufen als Plug-in? Ja, soll ich hier was zu trinken? Naja. Ja, aber ja. Wie steht das? Baby, die mag deine Dinger nicht. Die mag meine Dinger nicht. Ja, was nicht? Die eiert da so rum. Ich mach's ja. Ich hab extra ganz wenig Belag für die Straumutan näher. Manchmal jetzt, wo du Vegetarier bist, musst du doch eher mal essen. Tja, ich esse immer ohne Muster, wo muss ich auch schmecken. Oh. Ja. Ich muss ein anderes Glas geben, ja, damit Eis reinpasst, weil das hier noch nicht kalt ist. Schade, Messer haben wir ja nicht, ne? Hast du mal eher gesagt,
normale, aber die dann nochmal auszutauschen, habe ich auch keine Lust mehr. Nee, aber ich dachte mir, so ein Pizzabrötchen, die kann man doch so auf der Hand essen. Da war man kein Messer für. Mit vollem Mund isst man. Mit vollem Mund isst man. Schmeckt scheiße, wenn kein Fleisch drauf ist. Was ist drauf? Schmeckt scheiße, wenn kein Fleisch drauf ist. Ja, du kannst gerne das mit Salami haben. Ja, du hast sie sonst geliebt, aber halt mit richtig viel Salami drauf, ne? Ja, muss jeder selber wissen, ne? Naja, ich mache es hier aus, weil wir wollen jetzt hier noch unser Riesenessen füllen. Hauptsache dir schmeckt's, Schatz. Mhm. Upsischen! Ja, die Armen runter und die Reichen hoch. Was erzählst du mir von Quatsch da? So, wir haben nach dem Essen noch ein bisschen in der Sonne gelegen. Jetzt haben wir 19 Uhr, wie viel? Wir haben schon spät, jetzt genießen wir noch hier ein bisschen den Abend. Ja, wir genießen den Abend. Mit einem Puppetier. Also Leute, das ist ja ganz so einfach, ne, Carsten, mit so einem Puppetier zusammenzuleben. Und ja, einfach mit euch zusammen. Es gibt solche Phasen, ne? Meistens ist es mit mir am einfachsten. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr jetzt so im Lehrsalter seid, wie gerade das so mit euren Eltern ist. Und schreibt mal als Eltern bitte in die Kommentare, wie das mit eurem Puppetiers gerade so ist. Also bei uns ist gerade sehr schwierig. Guck mal, was ich für schöne Schuhe habe. Wo sind die denn her? Die sehen aus, als ob die vom Müll wären. Ey, so schöne Schuhe. Gehören die so oder sind die so abgenutzt? Ja, das ist der Style. Der? Die neuen, die hat ja jeder. Also echt bitter. Die müssen so. Am Wechsel mit dem Radbörse abgerubbelt. Ja. Leute, unser Video ist heute extrem lang. Wir werden jetzt nicht mehr viel machen. Duschen und dann wahrscheinlich Couching. Ja. Extrem Lea, es wäre schön, Couching. Wenn du dich mal umdrehst. Man sieht immer nur dich von hinten. Carsten, möchtest du denn nochmal die Ehre heute haben? Ja, Lea, hilfst du mir? Also. Wir werden das hier jetzt beenden. Du musst die Arme runternehmen. Und dann? So, jetzt kannst du reden. Okay, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen dicken Daumen. Achso, dicken Daumen. Der Daumen leer. Dicken Daumen nach oben, also wird auch ein dünner Daumen, reicht auch. Abonniert, drückt die Glocke und schreibt in die Kommentare, Leute. Schreibt in die Kommentare, richtig, genau. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.